Region Karbrunnzell am See ist alljährlich im Sommer Treffpunkt für alle Mountainbikerinnen und Biker bei der Bike Infection, die heuer schon zum 7. Mal ausgetragen wird. Ein ganzes Wochenende lang gibt es jede Menge Veranstaltungen rund ums Bike. Es geht bergauf beim sogenannten Snowclimb auf Skitsteinhorn, heuer mit einem neuen Teilnehmerrekord. Über 600 Bikerinnen und Biker sind dabei und auch einer, der eigentlich am Bike normalerweise nichts verloren hat. Na, ich bin eigentlich schon seit Jahren begeisterter Mountainbiker und überhaupt Radlfahrer. Und ich sage mal, die Hälfte meines Trainingspensums ist sicher am Radl. Und deshalb freut es mich immer wieder, wenn ich mich hier und da mit anderen messen darf und mich quälen kann. Die Footballer der Red Devils, die klatschen ein und schicken dann also über 600 Teilnehmer auf ihren Weg. 22 Kilometer lang geht's aufs Skitsteinhorn. 1500 Höhenmeter sind zu bewältigen. Das Ganze bei perfektem Bikerwetter, nur ganz leichter Wind und ideale Temperaturen. Und da hat der eine oder andere schon die Lederhose angelegt. Benjamin Karl sehen wir hier, für ihn natürlich das Ganze im Trainingsprogramm für die neue Snowboard-Weltcup-Saison. Kann er dieses Rennen ideal mitnehmen und da oben lauert das Ziel auf dem Skitsteinhorn. Das Feld noch geschlossen. Es geht hinter dem Führungsfahrzeug bis zum Beginn des Anstiegs und dann in den ersten Kehren bildet sich schon die erste Spitzengruppe. Wird das Tempo flott gemacht, auch Alexander Gebauer ist mit dabei. Unser Olympiateilnehmer im Mountainbike ist schon hier in dieser ersten Vier-Mann-Spitze vertreten. Und Gebauer kann sich dann schon an die Spitze setzen, gemeinsam mit einem Fahrer aus Bayern, mit Felix Spenzberger, dem 20-Jährigen hier im gelb-weißen Trikot. Eine Zwei-Mann-Verfolgergruppe hat sich auch gefunden. Hans-Peter Obwaller, der Oldie, im Moment auf Rang 3, ist ja schon 41 Jahre alt. Und das ist Alex Gebauer, der heuer im Mountainbike-Weltcup, im Unter-23-Weltcup so viele Rennen gewinnen konnte, dann auch den tollen Auftritt in London im Cross-Country-Rennen geliefert hat und jetzt also die Saison hier ausklingen lässt. Und er hat Felix Spenzberger schon abgehängt, schaut eine Minute Vorsprung auf den Bayern. Dahinter hat auch Hans-Peter Obwaller seinen Verfolger Wolfgang Hoffmann stehen lassen. Das ist diese erste große Verfolgergruppe, die einfach nicht mehr nachkommt. Der 22-jährige Kärntner, heuer sicher in seinem stärksten Jahr, kann sein Tempo in Ruhe abspulen. Die Wanderer auf der Alm feuern kräftig an. Aber Felix Spenzberger, der Verfolger von Gebauer, der auch schon deutscher Vizemeister am Berg war, kommt auch auf den kurzen Abfahrtsschotterpassagen nicht mehr heran. War jetzt schon im hochalpinen Bereich auf dem Wanderweg und das ist Felix Spenzberger, der 20-Jährige. Aber wir machen den Blick zurück. Gebauer hat da wirklich leichte Fahrt, während die Fans oben schon mit dem herrlichen Blick ins Tal auf den Führenden warten. Nach einer Verletzungsserie im Vorjahr ist er heuer wirklich wieder perfekt in Form gekommen. Einige Siege auch im Weltcup in der Unter-23-Wertung feiern können. Wir hoffen natürlich, dass er bald auch in der Elite-Klasse ganz vorne mitfahren kann. Vorsicht natürlich geboten bei diesen Bachdurchfahrten, da steht sehr viel Wasser. Felix Spenzberger hat da geschickt das Tempo herausgenommen und dann gibt es die letzten Schotterpassagen dann bis ins Ziel, wo schon viele Fans warten. Alex Gebauer, der sich immer wieder mit alpinen Rennen in Österreich zwischen den Weltcuprennen fit hält und das macht sich natürlich jetzt hier bezahlt, hat den großen Vorsprung. Spenzberger taucht da hinten noch nicht auf und auf einem sicheren dritten Platz Hans-Peter Obwaller. Der erste schon in Zielnähe vom Anstieg weg bis ins Ziel, ganz an der Spitze. Alexander Gebauer gewinnt den Snowclimb in Kaprun mit dem Vorsprung von 1 Minute 46. Da kommt Felix Spenzberger, der Bayer, der für den Verein Unken fährt, auf einem sicheren zweiten Platz.
Und mit 2 Minuten 39 Rückstand kommt dann schließlich Hans-Peter Obwaller, der fünffache österreichische Mountainbike-Meister, vierfache Straßenmeister auf dem Berg und auch Etappensieger der Österreich-Rundfahrt auf Rang 3. Für ihn ist es ja ein Heimspiel, er wohnt ja hier in der Nähe in Niedernsil. Das sind die Top 3 vom Snowclimb. Ja, ich habe gestern noch sehr hart trainiert und ja, am Anfang war ich noch sehr müde, die Beine waren nicht so gut, aber am Schluss ist es immer besser geworden. Aber ich war am Anfang schon vorne, also war ein super Training für mich. War extrem lang, zach, schwierig zum Fahren vom Untergrund her, Temperaturen waren auch nicht niedrig und ja, aber ich habe mein Bestes gegeben, dass der zweite Platz war, bin zufrieden. Dritter Platz in dem Klassefeld, viele gute Ausländer dabei, die Top-Elite aus Österreich, über 600 Starter. Wenn man damit 41 Jahre noch Dritter wird, dann glaube ich, kann man zufrieden sein. Kurz noch zum Damenbewerb, den gewinnt die deutsche Straßenradrennfahrerin Esther Fennel. Also ich habe mich sehr gut gefühlt von Anfang an, wollte ein bisschen vorsichtiger angehen, weil ich die Strecke nicht kannte, aber ich habe einen guten Rhythmus auch halten können bis zum Schluss. Ja, war super. Rang 3 für die beste Österreicherin, für Bettina Schorn, mit fast 5 Minuten Rückstand. Die Herren stärken sich schon im Ziel und am Ende nur Rang 30 für Benjamin Karl mit 11 Minuten Rückstand auf den Sieger. Die Jause hat er sich trotzdem verdient. Für meine Verhältnisse ist heute zu wenig bergab gegangen. Im Winter fahre ich ja nur bergab und da liegen meine Stärken. Die habe ich heute natürlich nicht ausspielen können, aber ich bin ganz zufrieden mit der Zeit. Es war ein wunderschönes Rennen, das Wetter hat passt und landschaftlich gewaltig. Wundert mich nur, warum ich da nicht schon früher aufgefahren bin. Auch auf dem Abendprogramm steht einiges bei der Bike Infection 2012, zum Beispiel auch die XC-Battle im Stadtzentrum von Capron, angelehnt an den neuen Eliminator-Bewerb im Weltcup, also hier ein Ausscheidungsrennen. Die Fahrer im Kampf Schulter an Schulter. Wir sind beim Finale der Damen, mit dabei auch zwei Österreicherinnen, nämlich Lisa Mitterbauer, die wir hier sehen, mit der Nummer 5, und die Vorarlbergerin Franziska Hagen, gemeinsam mit Nathalie Schneider aus der Schweiz mit der Startnummer 1 und Julia Innerhofer, der starken Weltcupläuferin aus Südtirol. Sind 5 Runden zu fahren. Wer als erster ins Ziel kommt, liegt an der Spitze. Lisa Mitterbauer hier mit Führungsarbeit, aber wir sehen, die Weltcup-erfahrenen Läuferinnen sind dicht auf. Man hat auch einige Hindernisse hier eingebaut, künstlich einige Baumstämme, und es hat gerade vor dem Start auch noch zu regnen begonnen, besonders glitschig natürlich der Untergrund, dementsprechend vorsichtig hier an der Spitze der Zweikampf Lisa Mitterbauer, aber Nathalie Schneider zieht danach vor, die Schweizerin mit dem Antritt, sie ist auch eine der routinierten mit ihren 26 Jahren, hat schon einige Weltcup-Saisonen in den Beinen, heuer auch schon auf Rang 12 beim Weltcup in Nove Mesto, 16. war sie in Uferlis in Belgien. Kurze Rampe auch dann noch eingebaut hier, künstlicher Sprung, und Mitterbauer und die junge, erst 16-jährige Franziska Hagen jetzt am Ende des Feldes. Und der Vorsprung für Nathalie Schneider, die auch ein Wirtschaftsstudium in Basel derzeit absolviert, schon relativ groß. Dahinter wird es auch spannend, Innerhofer oder Mitterbauer im Kampf um den zweiten Platz. Schweizerin hat da in Ruhe Zeit, sich auch noch umzublicken, da nicht zu viel zu riskieren bei diesen Jumps über die Baumstämme. Schlussglocke schon für die letzte Runde. Lisa Mitterbauer sieht noch gut aus, war ja auch schon 7. bei der Junioren-WM, heuer auch österreichische Meisterin geworden, hier im Kampf mit Julia Innerhofer, aber da hat sie jetzt noch einige Meter verloren auf der letzten Runde. Vorne ist alles klar. Sieg für Nathalie Schneider, die Schweizerin, gewinnt hier. Rang 2 für die Südtirolerin Julia Innerhofer, die erst 19 Jahre jung ist, und Lisa Mitterbauer als beste Österreicherin, die Salzburgerin aus Seeham, auf Rang 3.
glaube, beim Frauenstart hat es angefangen zu regnen. Da ist es gerade auf dem Asphalt und auf dem Pflasterstein ziemlich rutschig. Muss man gut einschätzen können, wie sehr man in die Kurven liegen kann oder halt eben nicht. Und der Sprint war ziemlich lang, da musste man auch die Kräfte gut einteilen und halt auch ein bisschen mit dem Gegner spielen. Und das ist mir heute, glaube ich, gut gelungen. Das Finale der Herren um den österreichischen Meistertitel mit dem großen Favoriten ganz links im Orangentrikot. Daniel Federspiel mit der Nummer 3, Gregor Rackl mit dabei, der Tiroler, Hannes Metzler, der Vorarlberger, und Michael Mayer, der 18 Jahre junge Tiroler. Daniel Federspiel, der große Favorit, schon vorne. Dahinter Gregor Rackl, der 20-jährige, sein Tiroler Landsmann aus Robben. Und mit etwas Abstand schon Meier und Routinier Hannes Metzler, der mit seinen 35 Jahren fast doppelt so alt ist wie Meier. Strecke noch immer sehr rutschig, auch bei den Herren hier am späten Abend. Daniel Federspiel, der ja in diesem Eliminator-Bewerb im Weltcup heuer ganz ausgezeichnet unterwegs ist. Zweiter war bei der Weltcup-Premiere in Uferlis in Belgien. Einmal auf Rang 7, auch beim Sprint-Weltcup in Nove Mesto. Also auch der 25-jährige Tiroler hat heuer eine super Saison. Leider ein Ausfall für den. Auch die Stiegen müssen passiert werden. Ja, die beiden haben sich schon deutlich abgesetzt, aber wir haben gesehen, der Blick nach unten zur Kette, vielleicht ein technisches Problem. Ui, und der Sturz von Hannes Metzler, den Wolfurter hat es da erwischt. Sie sehen, auf dem glitschigen Asphalt, gerade über die Stiegen, rutscht da das Hinterrad weg, da hat er keine Chance. Gott sei Dank bleibt er unverletzt. Aber das Rennen ist natürlich gelaufen für den technischen Zeichner. An der Spitze Daniel Federspiel. Ja, und Gregor Rackl blickt da immer wieder nach unten. Ich glaube, mit der Kette dürfte da etwas nicht in Ordnung sein. Ja, technischer Defekt. Er versucht da jetzt die Kette noch einzuhängen. Und die Chance dahinter für Michael Mayer, der jetzt an die zweite Stelle nach vorgeht. Gregor Rackl versucht da jetzt noch in Schwung zu kommen. Immer wieder der Blick nach hinten. Aber das wird nichts mehr. Er muss dieses Finale wohl aufgeben. Alle schon vorbeigefahren, schiebt das Rad noch bis zum Ziel, aber es hat keinen Sinn mehr. Auch der gestürzte Hannes Metzler ist schon an ihm vorbeigegangen. Also drei Mann nur noch jetzt im Finale der Herren, das über 6 Runden gefahren wird. Im Rennen vorne mit überlegenem Vorsprung Daniel Federspiel und dahinter jetzt Michael Mayer, der 18 Jahre junge Kufsteiner, gilt als großes Talent. Federspiel ist ja schon viel auf internationalen Bewerben unterwegs, war heuer auch schon in Antwerpen bei einem ähnlichen Stadtsprint auf Rang 6, hat sich also auf diesen neuen Wettkampfmodus spezialisiert. Und wäre natürlich auch der logische österreichische Meister hier im Zentrum von Capron. Geht natürlich auch kein Risiko ein mehr jetzt. Und nach den vielen Vorläufen wirkt da Michael Mayer schon ein bisschen erschöpft. Österreichischer Meistertitel also für den Favoriten Daniel Federspiel gewinnt vor dem Überraschungsmann Michael Mayer. Und dahinter auf Rang 3 Hannes Metzler, der Vorarlberger. Ja, also ich habe es recht gut eingeteilt, sage ich mal. Und ich bin aber recht souverän ins Finale gefahren. Und im Finale habe ich nachher alles geben wollen. War in Führung und dann hat sie mich halt leider aufgestellt. Was genau ist da passiert? Bei den Baumstämmen hat sie mich überschlagen. Also, ja, kann passieren. Und dann wusste ich, dass ich ja keine Chance mehr habe. Und so bin ich halt nachher normal fertig gefahren und dafür habe ich bei der ÖM nachher alles geben. Und das ist der Sturz, den Daniel Federspiel angesprochen hat. Der lag auch im internationalen Finale in Führung. Und dann passiert das. Der Abflug über die Baumstämme. Gott sei Dank auch hier nichts passiert. Er macht das auch geschickt, hechtet sich da gleich weg, damit kein Konkurrent über ihn drüber fährt. Da macht er den Salto über den Lenker. Und der Sieg im internationalen Bewerb geht in Capron an den Schweizer Thomas Litscher, der vor dem Deutschen Simon Gegenheimer und dem Deutschen Markus Bauer
gewinnt. Die Bike Infection 2012 in Capron war auch heuer wieder eine große Party für die Mountainbikerinnen und Mountainbiker.